Ja, Herr Wagner, Zweiter gegen Erster, Rasta Vechta gegen Science City Jena. Die Liga schaut gespannt nach Vechta am Freitag. Ihre Vorfreude ist auch groß. Auf jeden Fall, ich denke, so wegen solchen Spielen spielen wir Basketball. Haben jetzt lange darauf hingearbeitet, dass wir die Chance bekommen, gegen Jena uns zu revanchieren. Jetzt nach so einer Serie und jetzt geht es halt um Platz 1 auch noch dazu, deswegen macht es halt das besonders. Wir freuen uns auf dieses Heimspiel und ja, Vorfreude ist da auf jeden Fall. In einer Trainerumfrage haben sich nahezu alle Amtskollegen ja, prognostiziert, dass Rasta Vechta am Freitag gewinnt. Kann so viel Kompetenz täuschen? Ja, mal abwarten, aber ich denke, dass es eine sehr knappe Kiste wird. Also Jena ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben schon bewiesen, dass sie knappe Spiele gewinnen können, haben eine gute Serie jetzt auch mit 6 Spielen in Folge. Also ich denke, da wird es um Kleinigkeiten gehen, auch vielleicht um Tagesform. Können sich die Zuschauer eher auf ein 90 zu 89 oder auf ein 69 zu 68, also wenig Punkte einstellen. Ja, ich glaube, dass die besten zwei Verteidigungsmannschaften aufeinandertreffen. Deswegen glaube ich schon, dass es ziemlich ein hartes Spiel wird und dass es um jeden Punkt muss gekämpft werden. Deswegen stelle ich jetzt mir nicht auf hohes Ergebnis ein. Aber ja, wie gesagt, wir sind auch die beste Offensivmannschaft und wollen natürlich das auch unter Beweis stellen. Aber Jena ist sehr, sehr gut in der Verteidigung, wird sehr aggressiv spielen, auch auswärts. Und deswegen muss man schon auf den Kampf einstellen, da wo es um jeden Ballbesitz geht. Jetzt haben Sie am Freitag auch noch Geburtstag. Wird es die größte Geburtstagsparty überhaupt? Mal sehen. Wenn wir gewinnen, dann wird es mit Sicherheit die größte Geburtstagsparty, die ich erlebt habe. Aber ja, das ist jetzt noch Nebensache. Wichtig ist das Spiel und wichtig ist, dass wir ein gutes Heimspiel abliefern, dass wir uns die Chance haben, gegen Jena zu gewinnen. Alles andere zählt nicht. Derek Rasta hat 11 Spiele in Folge gewonnen. Die letzte Niederlage gab es im November in Jena. Zeit für eine Revanche? I think at the moment we just focus one game at a time. Im Moment konzentrieren wir uns nur auf dieses Spiel. Wir haben zurzeit eine gute Serie, wir freuen uns auf dieses Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es um eine Revanche geht. Es ist ein wichtiges Spiel. Wer gewinnt, wird den ersten Platz haben. Und das ist das Wichtigste für uns. Es geht nicht um Revanche, es geht nur darum, das Spiel zu gewinnen. Kirchheims Trainer Michael May erwartet ein Spiel auf hohem Niveau, eine Abwehrschlacht. Hat er recht? For sure, I think so. Two of the top defensive teams in the league. Ja, sicher, das denke ich auch. Es sind zwei der besten Defense-Mannschaften der Liga. Darauf sind beide aufgebaut. Dass sie dort stehen, wo sie jetzt sind, liegt an der Defense. What would be the key to win? Was sind die Schlüssel zum Sieg? Beide Mannschaften werden wohl wie verrückt verteidigen. Beide faulen viel. Ich erwarte kein Spiel mit vielen Punkten. Rebounds, wenig Ballverluste und eine gute Wurfauswahl sind die Schlüssel zum Sieg.